sagen. Ja, so, hallo und herzlich willkommen in der Folge Nummer 277.555. Wir machen heute Handstände und werden mit dem Arsch da Fliegen fangen. Nein, wir werden heute zum Funkturm fahren. Gehen, fahren, tun, machen, kriechen, vögeln, was. Und werden da den einen Außenposten noch dann erledigen und dann werden wir eigentlich mit der Story mal weitermachen. Wir haben uns ja eigentlich schon soweit recht gut ausgerüstet. Nehmen wir uns mal das Auto. Und geben mal Gummi. So, hinauf auf die Straße. Uah, nicht zu weit. Und hoch zum Funkturm. Diese Missionen, die machen echt Spaß irgendwie. Ganz anders als die Story. Finde ich cool. Wir könnten uns auch theoretisch diesen Funkturm kaufen. Aber wo ist denn der Spielspaß? Ganz ehrlich. Da hinten. Keine Ahnung, ob ich richtig fahre. Ich fahre einfach nach Gefühl, aber das ist hier kein normaler Autoweg. Wo geht ihr denn hin, Alter? Ah, jetzt geht's rechts. Ja, doch, der führt da hin. Scheint jedenfalls so. Und mit Forza übrigens wird's noch eine ganze Weile lang dauern. Ich habe die ja zur Reparatur zu Microsoft geschickt. Und naja. Scheiße. So. Auf den Funkturm. Hinauf. Wo? Also von der Weite her, da könnten sie noch ein bisschen was rausholen, um ehrlich zu sein. Ich meine, man sieht zwar hinten noch die Baumtexturen sehr gut, aber es wird schwummrig halt so, ne? Das könnte man noch ändern. Darauf. Oh, ich bin so damaged. Ich warte irgendwann mal noch auf irgendwie so einen Schreckmoment, wo dann mal von so einem Gerüst irgendwie so eine Trageplattform irgendwann mal abkippt und uns in den Tod reißt. Der Tod! Na, mach auf das Ding. 1, 2. Tür auf, Mainboard raus. Schalter 1, Schalter 2. Woo! Wir sind die Besten. Die Besten. Oh, eine Höhle. Da gehen wir gleich mal rein. Ich war noch lange nicht in so einer Höhle. Da gibt es Schätze. Was haben wir da oben? Oh, eine Ruine. Eine Art kleine Ruine. So, wo ist die Höhle gewesen? Ach, leck mich doch, scheiße. Die war... Da so, ne? Also ich gehe mal von aus, dass die hier war. Oh, vorsichtig. Super. Ah, da unten ist gleich das Raketlager. Ist die Höhle auf der Map verzeichnet? Nee. Hm.
Ja, die wird schon irgendwo sein. So, wir gammeln mal darunter zum Racket-Lager. Vor allem weg hier, hier im Gebiet sind Leoparden, wie wir eben auf der Map gesehen haben. Ich habe keinen Bock, wieder von so einem Scheißviech zerfleischt zu werden. Da unten haben wir Tapire. Ganz viele. Ich höre Musik. So, wo raucht's? Da raucht's. Wo komme ich da runter? Oh, oh. Vorsichtig, ganz ruhig. Jawohl. Oh. Hier sind wir. Da sind wir nun. So. Also, eins. War da nicht eben auch noch einer? Eins, zwei, drei, vier. Schade, dass man nicht rennen kann jetzt. Ich dachte schon, da steht einer. Ein Leopard. Oh. Ich könnte mal gucken, ob ich von weitem den Kasten ausschießen kann. Die würden uns verraten. Daher mal ganz klang und heimlich. Das war eben eine geile Position. Kann ich von hier den Alarm schon ausmachen? Nein. Müssen wir echt runter. Ich bräuchte mal für die Sniper dringend mal einen Schalldämpfer. Au. Scheiße. Och Mann. Das hat so gut angefangen. Vielleicht sollte ich erst den Leopard rausholen. Ach, fick doch die Wand an, scheiße. Erst den Leopard rausholen und dann... Oh, hier ist noch was. Funkgerät, kann man das benutzen? Nein. So, von da drüben kommen ja welche, das wissen wir. So. Da sind sie. Come on.
höre irgendwo einen Bär. Oh. Ich hab's eben nur noch tickern hören. Scheiße, sie sind aufgescheucht. Alter! Scheiß Bär. Muss das jetzt sein? Alter, ich bin doch schon Kilometer weit weg. Fick dich doch, was soll der Scheiß? Lass mich doch normal spielen! Ich krieg die Agro. Mann! Es kann nicht so schwer sein, den Scheiß da einzunehmen. So. Jetzt langsam erst den Leopard rausholen, dann Alarm ausschalten. Sehr gut. Komm, du bist frei, mein Freund. Toll. Die war gut geworfen, muss ich sagen. Fuck! Jetzt habe ich das vergessen. Ey, fick dich doch. Was soll der Scheiß? Wir sind in einer halben Minute da. Was hat der jetzt gewackelt? Ne, war ein Schuss. Drecksack. Im Süden von da. Ja, da sind sie schon. Hey, wieso trifft er mich? So. Danke. Alter, ich bin gerade so geladen.
Also, schon gedacht, der stirbt nie, der Sack. Wo kommst du her? Boah, die fuckt ja so ab heute. Wie viel kommen da noch? Ja, komm. Könnt's aber auch übertreiben jetzt. Oder hat keine Chance. Mann. Wo ist sie denn? Da. Mann. Ist der Alarm jetzt eigentlich endlich deaktiviert oder was? Ja. Meine Fresse. Auf, wo seid ihr? Kein Bock mehr auf euch. So ein Scheiß, Alter. Verdammt. Komm her, du Pädophile. Noch einer. Danke. Ah! Schlecht, schlecht, schlecht. Einfach nur schlecht. Mann. Mein Fähigkeitspunkt. Wir weichen keinen Zentimeter. Ja, nimm doch. So. 1070 Dollar haben wir. So. Anpassen. Laufverlängerung ausrüsten. Ach so, nein. Kaufen. Ja. Ich könnte noch einen Rotpunktvisier reinmachen. Ach komm, mach drauf. So. Dann Sturmgewehre anpassen. Was haben wir denn da? Erweitertes Magazin, Rotpunktvisier, Schalldämpfer, ein Reflexvisier. Das kann ich mir aber nicht leisten. Wie ist das mit der Sniper? Oh, da haben wir eine neue. Ausrüsten. Anpassen. Schalldämpfer, wunderbar. Den brauche ich unbedingt. High Power Zielfernrohr, beleuchtetes Zielfernrohr. Ich glaube, ich nehme dann das hier. Das ist auf noch größere Reichweite. Das heißt, wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Money. Dafür kann ich auch hier nochmal einen Schnellverkauf machen.
den Verkauf. Zack. Herstellung. Medizin. Herstellen. Na, mach auf. So, hier müssten wir ein Tier jagen. Ich hab Waffen. Kein Grund zur Sorge. Die Aufträge an der Aushangtafel an. Wir sind noch nicht fertig. Kannst du dir die Sachen an der Aushangtafel ansehen? So, $24 haben wir da. Unsere Arbeit geht weiter. So, was haben wir hier? Leoparden haben die Frau eines Dorfbewohners zerfleischt. Stärke sie mit dem Ziffern irgendwie am Bogen. Gut. Natürlich Leoparden, was auch sonst. Aber welchen Leoparden? Bestimmten? Oder den goldenen Leoparden des Vertrauens? Oh, ich bin so angepisst gerade. Und ich merke gerade, die Folge hat schon Überlänge. Toll. Ah, habe ich schon. Gut, dann mache ich mal hier einen Folgencut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann tun wir den goldenen Leoparden des Vertrauens ermorden. Ah, oh, so schlecht einfach nur heute. Es ist unglaublich.